liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung wird ein Dalwhinnie 15 Jahre. Dalwhinnie 15 Jahre habe ich mir heute rausgesucht am Silvesterabend oder am Silvestertag des Jahres 2021. Warum habe ich mir ausgerechnet einen 15-jährigen Dalwhinnie rausgesucht am Silvester? Naja, also am Weihnachten habe ich ja schon mal was Besonderes gemacht und da habe ich mir gedacht, am Silvester muss man auch mal wieder was für die Allgemeinheit machen. Abgesehen davon hat sich mein lieber Ex-Kollege Thorsten das gewünscht, weil er sich den gekauft hat und dem Wunsch komme ich natürlich gerne nach und werde den heute auch für den Thorsten verkosten. Hi Thorsten, halt die Ohren steif. Ja, und außerdem interessiert es mich, weil ich vor noch gar nicht allzu langer Zeit ja ein Video von Dalwhinnies Wintergold reingestellt habe und den übrigens überraschend gut fand. Was gibt es zu Dalwhinnie zu sagen? Der Patient, der hier steht, ist 15 Jahre alt, hat 43 Volumenprozent, ist wie Dalwhinnie leider üblich gefärbt und filtriert, kostet um die 34 Euro, was wieder ein interessanter Fakt ist, denn diese 34 Euro für einen 15-Jährigen ist mit das Billigste, was ich kenne. Und das seit Jahren. Und ich habe das auch schon in dem Wintersgold-Video erwähnt. Eigentlich bei einem No-Age-Statement-Whisky, der dann das Gleiche kostet, bin ich mal wirklich gespannt, wie sich der 15-Jährige jetzt zu seinem Bruder oder seiner Schwester den Wintersgold verhält. Wie gesagt, gehört Dalwhinnie, das habe ich im anderen Video auch schon gesagt, zu Diageo. Und Dalwhinnie bedeutet so viel wie Treffpunkt. Die Brennerei liegt 326 Meter über dem Meeresspiegel. Ich glaube, im letzten Video habe ich gesagt, es ist die zweithöchstgelegene Brennerei. Einige sagen auch, es ist die höchstgelegene. Also was es denn auch ist, ist man auch Jacke wie Hose, die erst- oder zweithöchste. Auf jeden Fall ist es scheißkalt dort und die haben einen Jahresdurchschnitt von 6,2 Grad, also ist sehr kuschelig, wenn man 38 Volldecken hat. Dalwhinnie produziert 2,2 Millionen Liter Rohalkohol im Jahr und hat Platz für ca. 5000 Fässer, die sie vor Ort einlagern. Der Rest wird auch wie bei allen anderen in Reifereien zwischengelagert. Ja, einen Satz habe ich noch zu diesem Whisky. Dieser Whisky gehört zu diesen Classic Malts. Und da gibt es wohl 6 Stück. Jetzt setze ich mal meine mega neue Brille auf und lese euch die vor, weil ich es mir einfach nicht merken konnte. Es steht nämlich da. Die 6 Classic Malts sind neben Dalwhinnie 15, ein Glenkinjee Lowland aus den Lowlands, ein Crack and More aus der Speyside, ein Talisker von der Insel Skye, Oban aus den West Highlands und last but not least ein Lagavulin aus der Insel Islay. Ja, was gibt's zu sagen? Guckt es euch mal an. Auch da wieder eine relativ schöne Verpackung. Die habe ich schon beim Wintergold relativ nice gefunden. Dann habe ich außerdem eine tolle Dekoration gemacht. Fragt euch bitte nicht, was die 32 da oben heißt. Das war mal irgendein Geburtstagsgeschenk, passt aber jetzt schön zu Silvester. Und da ich ein fränkischer Schwabe bin, muss man sparen, wo es geht, weil die Weihnachtsdeko von einer Freundin hängt ja auch hinten noch. So, was gibt es sonst zu sagen? Auch da ziemlich einfache Flasche. Sieht genauso aus wie die vom Wintersgold. Die wird auch den gleichen Plastikdeckel haben. So, ich mache das jetzt wieder vorsichtig, damit es nicht abreißt, wie sonst immer. Ah, ich habe es geschafft und herrlich. Traditionell der Plastikdeckel. Also unglaublich, wirklich. So, aber jetzt bin ich mal gespannt. Das Ding ist in der Core Range, kostet im Schnitt 34 Euro. Also ist verdammt günstig für einen Whisky, der 15 Jahre auf die Flasche schreibt.
Wenn ich mir das so anschaue, was da sonst 15-Jährige kosten, ist es wirklich interessant, dass Diageo da bisher noch nie was an der Preisschraube gedreht hat. Aber kann man ja auch mal lobend erwähnen. So, wenn man sich mal die Farbe anschaut, bewerten werde ich sie nicht, weil ist gefärbt. Das ist ein wunderschöner, heller Bernsteinton und vielleicht ein leicht dunkles Gold. Naja, da ja heute Silvester ist und der letzte Tag des Jahres, werde ich mich jetzt mal mit meinem Zuckerschneuzernäschen in dieses kleine Glas vertiefen, um euch ein bisschen zu sagen, wie so ein 34-Euro-Malt mit 15 Jahren riecht. Also mild ist er. Mild ist er. Du merkst, die 43 Volumenprozent sind ganz mild eingebunden. Floral ist er, wie eine Blumenwiese. Passt eigentlich gar nicht in den Winter jetzt. Mild, floral. Dann hast du so Blütenhonig, wenn die Biene der Bestäubung hinter sich hat und dann schlägst mal an ihrem Bein und dann hast du den Blütenhonig mit Akazien und blödes Gewarf natürlich wieder. Zitrone. Und zwar eine schöne saftige Zitrone, kommt echt gut durch. Blumen. Vielleicht so eine leichte Honigmelone, also Honig, Blumen und Zitrone. Ziemlich einfach gestrickt, aber nicht schlecht, bei weitem nicht. Allerdings, wenn ich da dran rieche, oh, der hat auch, was ist denn das? Eine Aprikose? Also ist schon sehr fruchtig floral gehalten, aber wie gesagt, riecht nicht wie ein 15-Jähriger. Aber wir probieren einfach mal und dann schauen wir mal, ob er im Geschmack vielleicht das Fass ein bisschen nachlegen kann. Slanche. Da wird ein bisschen, da gibt ein bisschen mehr Gas. Ist er würzig, Vanille. Weiße Toblerone, Quark mit Honig und einen Ticken Heidekraut. Da ist es wieder, mein berühmtes Heidekraut. Nochmal, ich habe noch nie jemanden gesehen, der Heidekraut gegessen hat, aber anscheinend, ja, schmeckt es halt so. Also ist deutlich würziger als angenommen. Überraschend. Ja, probier nochmal. Ja, Quark mit Honig trifft's, Vanille ist drin, würzig ist er, sogar sehr würzig, hat auch eine Pfefferschärfe drin. Also, ich hätte nie gedacht, dass es ein 15-Jähriger ist. Aber wie gesagt, für dieses Geld ist der Whisky wirklich angenehm. Leicht komplex, hat schöne fruchtige Noten drin, im Geruch vor allen Dingen Blumen, Fruchtnoten. Hat aber, wie gesagt, hinten raus ist er eher würzig, scharf. Abgang. Kurz. Eigentlich kurz. Es bleibt etwas diese Bittere vom Fass, die bleibt im Mund. Sogar so ganz hinten so ein ganz leichter Smoky Puff ist mit dabei. Aber er ist natürlich ein nicht rauchiger Whisky. Ja. Bleibt noch süßes Malz übrig, kurz bis mittellang, aber mehr auch nicht. Ja, Fazit. Der Whisky ist für 34 Euro wirklich ein Classic Malt, den gibt es immer, der kostet nicht viel, ist ein sehr, sehr leckerer Whisky für zwischendurch, tut keinem weh, überfordert keinen
Und somit ist er eigentlich zu empfehlen, wenn man nicht jeden Tag einen High-End-Whisky trinken möchte. Im Endeffekt war es das auch schon wieder von mir. Ich möchte aber die Zeit nutzen, um mich nochmal kurz zu bedanken bei allen Abonnenten, die mich dieses Jahr unterstützt haben. Ich habe ja erst vor einem halben Jahr begonnen, diese Videos zu drehen. Ich würde mich natürlich auch immer sehr freuen, wenn in den Kommentaren das eine oder andere geschrieben werden würde. Auch über Verbesserungen freue ich mich natürlich und wie gesagt, vielen Dank an alle, die sich die Zeit nehmen, ab und zu meine Videos zu gucken. Es macht mir persönlich unheimlich Spaß. Ich hoffe, euch macht es auch Spaß. Von daher bleibt mir heute nicht nur noch zu sagen, ich wünsche allen, die das Video heute sehen, einen super guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Lass mal dieses alte, Corona-verseuchte 21 verschwinden und gehen frohen Mutes ins Neue. Bleibt gesund! Stay hard, raise your horns und Slanjema. Bleibt mir gewogen, abonniert meinen Kanal und schaut nächste Woche wieder rein. Bis dahin, Happy New Year, euer Whisky-Häcksler.